Und da sind wir wieder beim Endkampf vor Atlantis. Nehmen wir mal die Uzis. Das ist es, das genmanipulierte Monster, was Nadla geschaffen hat. Ich weiß zwar nicht, wie dieses hässliche Teil irgendwelche Beatskämpfe anregen soll. Es ist auf jeden Fall sehr überlebensfähig und kann sehr viel einstecken, wie wir sehen. Aber besonders mächtig ist es nicht, weil eigentlich ist es verkrüppelt. Mir fehlen irgendwie die Beine. Das ist wahrscheinlich noch eine Tätigkeit entwickelt. Wahnsinnig viel aus. Aber es ist trotzdem einfach nur ein verkrüppeltes, genetisch erzeugtes Vieh, was jetzt gleich explodieren wird. So, das hätten wir somit und kriegen als Belohnung ganz viel Uzi-Munition dafür. Die nehmen wir natürlich hier mit, in jeder Ecke liegt etwas. Ich glaube, die sind teilweise sogar im Doppelpack, genau. Und jetzt, nachdem Lara erfahren hat, da waren wir vorhin ein bisschen früh dran, jetzt werden wir dieses Gions zerstören, die diese versunkene Stadt Atlantis mit Energie versorgt. Das zerstören wir jetzt und setzen dem Ganzen schon mal ein Ende. Und das Einzige, was uns dann noch übrig bleibt, ist Nadla irgendwie zu bekämpfen. Aber ich glaube, wir kommen ja gar nicht hoch. Weil wir müssen jetzt durch die Tür. Ich glaube, wir kommen erst später dahin und können das damit auch erst später einschießen, das Gion. Schauen wir mal. Ich habe das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wir werden es sehen. Und gehen einfach mal hier durch den Gang weiter. Und sehen, was kommt. So. Jetzt geht das Ganze hier wieder eher bergab. Hier oben kommt man, glaube ich, nicht hin. Das dürfte zu hoch sein. Versuchen wir es mal. Mhm. Und hier ist ein Block, den können wir reinschieben. Ich höre schon wieder die nächsten Klapptüren, die uns zermalmen wollen. Ach, den muss man wahrscheinlich sogar dreimal schieben hier. Wie ätzend. Selbst im letzten Level konnten sich die Blockschieberätsel nicht sparen. Aber gibt Schlimmeres. Ging ja ganz schnell. Wollen wir uns ja mal nicht beschweren. Aber es geht ja hier gleich wieder weiter. Ach, jetzt kommen wir nämlich von hier da hoch. Das macht Sinn. Und kommen dann von da irgendwie weiter. Wenn wir diese Klapptöne überleben. Das ist natürlich hier die Voraussetzung. Hoch, ja, passt. Und hier haben wir jetzt irgendwie zwei Wege. Ach, da müssen wir erst wieder einen Block hinschieben. Und den am besten von innen. Deswegen gibt es den Weg hier, die Abzweigung. Entschuldigung. Jetzt muss ich gerade irgendwie das Mittagessen aufstoßen. Es tut mir leid. Und können dann somit arbeiten. Ich hasse das, wenn ich gegessen und getrunken habe, dass ich dann mal aufstoßen muss. Das hat mir jetzt mal volle Kanne gehört, glaube ich. Aber egal. Jetzt können wir nämlich von hier an den Hebel, glaube ich, oder? Noch nicht ganz. Wir müssen den noch schieben. Weißt du jetzt, ist hier hinter noch was? Ja, perfekt. Können wir das nämlich darüber schieben. Und diesen Hebel ziehen. Und dann haben wir es wirklich schon fast geschafft mit Tomb Raider 1. Weil in diesem Level ist nicht mehr so viel dran. Das kriegen wir jetzt auch ziemlich schnell hin. Ich weiß jetzt, kann sie da durch? Schafft sie nicht, ne? Dann laufen wir nochmal außen rum. Weil es so schön ist. Wunderbar. Gut, dann Hebel ziehen. Der öffnet die Tür. Und wir kommen weiter. Aber auch hier müssen wir jetzt aufpassen, weil da gibt es nämlich wieder mal ein Geheimnis abzustauben.
Ich glaube, da müssen wir irgendwie erstmal so ein bisschen hier in die Mitte springen. Ich weiß nicht, wie weit, weil irgendwann schließt sich diese Brücke da drüben. Und dann kommen wir an ein Geheimnis. Mhm. Jetzt können wir nämlich hier wieder zurückspringen. Ich weiß nicht, ob die auf Zeit ist. Ich glaube aber eher nicht. Und können darüber. Jawohl. Haben wir uns den Weg gemacht zu einem Secret. Großes Medipack und Munition. Und ich glaube, hiermit können wir die Brücke wieder... Ach, ich glaube, das ist doch eine Zeitgeschichte, wenn man durch den Hebel die Brücke irgendwie wieder aufbauen kann. Auf jeden Fall ist es nur sinnvoll, hier rüber zu kommen. Secret haben wir in der Tasche. Ich glaube, wir brauchen auch diesen Zwischensprung eigentlich gar nicht, weil wir, glaube ich, hier aus dem Stand nicht, aber wenn man gut springt, kann man, glaube ich, so darüber. Aber wir sind nicht gut gesprungen. Wir machen das jetzt richtig, wie es gedacht ist, glaube ich, einfacher. Hier rüber, so ein kleines Hin- und Her-Spielchen. Verliert ein bisschen Leben durch diese Lavaspritzer, die da rausstoßen. Und da kommt wieder die nächste Kugel. Uff. Die wir gerade so überlebt haben. Glück gehabt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Kommt wieder eine Kugel. Ah, da kommt sie. Was hat sich denn jetzt da geladen an meinem Handy? Ach, Google Assistent Funktion. Wollte mir gerade Spiele vorschlagen, die ich spielen kann. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gesagt mit diesem Spiel. Und ruckzuck hat sich mein Google Assistent geöffnet und schlägt mir irgendwelche Spiele vor. Grausam, die Technik heutzutage. Und irgendwie gruselig. Huch. Ach, jetzt sind wir hier oben beim Skion. Und jetzt können wir das zerstören, weil uns Nadla nicht aufhält. Jetzt können wir es nämlich einschießen. Verliert sogar Blut. Schön, oder? Zerstören wir erstmal hier die ganze Stadt. Was auch sinnvoll ist. Wir wissen ja, was Nadla vorhatte. Und retten somit die Welt vor diesen genmanipulierten Viechern hier. Sie verstecken sich, sie haben Angst vor Lara. Sie haben mittlerweile Angst bekommen, weil sie wissen, wie mächtig wir sind. Dass wir mächtiger sind als sie und mehr Grips haben. Was ist das für ein Gang? Ach, da kommt man dann unten, glaube ich, wieder bei dem Ei raus oder so. Wir können das ja mal probieren, wo das jetzt hinführt. Aber wahrscheinlich ist das eher eine Sackgasse da unten. Ja, genau, das ist eine Sackgasse. Das war im letzten Level entscheidend, um wieder hochzukommen. Genau, und wir haben nämlich jetzt hier durch die Zerstörung irgendwie auf der einen Seite schon die Lava versteinert und können das jetzt somit betreten. Und dort weiterkommen. Ich glaube, wenn man hier in dieses Loch geht, kommt man, glaube ich, irgendwie weiter. Jawohl. Und jetzt haben wir das Gion zerstört. Wir zerstören somit die Stadt, deswegen bebt hier auch alles. Das Einzige, was wir jetzt hier noch tun müssen, ist Nadla finden. Und endgültig aus dem Weg räumen. Ihr wahres Gesicht ist jetzt momentan schon zum Vorschein gekommen. Wir werden es dann sehen, wenn wir auf sie treffen. Denn sie ist in Wirklichkeit auch nur so komisches atlantisches Wesen. Oh.
sind wir jetzt? Ach, das war die Stelle. Genau, die Hebel brauchen wir nicht mehr, weil die Brücke brauchen wir auch nicht mehr. Ist jetzt überflüssig. Und dann gehen wir nochmal hier rein. Und hangeln diesmal so, dass wir nicht in der Lava landen. Und das alles nochmal neu machen müssen. So, machen wir es nochmal. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Springen schon mal ein bisschen so rechts wie möglich, dass wir so wenig wie möglich hangeln müssen. Verlieren Leben durch die Pfeile wieder mal. Ist auch gemein, weil hier kann man den ziemlich schlecht ausweichen. Aber Medipacks haben wir ja genug. Jetzt machen wir das diesmal. Uah, verdammt! Ich dachte, ja, brauche ich nicht speichern, ich kriege das hin, aber jetzt bin ich statt auf meine Alt-Taste auf die Windows-Taste gekommen und konnte damit nicht mehr abspringen. Ach Mann! Wieso müssen wir in der Atlantis alles so oft neu machen? Echt nervig. Aber wir haben es bald. Das hat sich gerade angehört wie eine Kugel. Finde ich. Vielleicht ist auch irgendwo eine Kugel gerollt, wir haben es nur nicht mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir jetzt eine bessere Hangelposition, die wir nicht so viel Leben verlieren. Aber das ist nicht der Fall. Und wir speichern jetzt hier wirklich. Es ist mir jetzt egal. Kann sich sogar da hochziehen. Nee, kann man nicht. So, speichern. Da kann nämlich nichts mehr passieren. Auch wenn wir die Windows-Taste erwischen. Und das sind wirklich eigentlich auseinandergenommene Kugelgeräusche, die hier dieses Erdbeben darstellen. Also das hört man teilweise, dass das das Kugelgeräusch eigentlich ist. Oh. Das war diesmal wirklich eine Kugel. Ich wollte gerade sagen, hier, da haben wir es wieder. Aber es war tatsächlich eine. Oh Mann. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Leben wir noch? Nein, wir leben nicht mehr. Nein, ich will nicht die Perspektive ändern. Wir wollen das neu machen. Ja, genau. Oder war das wirklich eine Kugel gerade? Aber wo? Nee, es sind, glaube ich, wirklich nur die Erdbebengeräusche, die einer Kugel ähneln. Das ist jetzt wirklich eine. Und dann können wir nämlich hier drüben hinspringen und vorsichtig durchwandern. Hier haben wir wieder schöne Lava, die so rumspritzt. Die reinste Zerstörung hier. Das bricht dann zusammen. Und hier drüben ist ein Secret, was wir natürlich holen werden. Und dafür dürfen wir jetzt wieder eine ganze Weile hangeln. Juhu. Geht aber nicht von hier. Wir müssen an die rote Stelle springen. Weil sonst hängt sie sich nicht hin. Und jetzt dürfen wir eine ganze Weile hangeln, weil es so schön ist. Und finden unser zweitletztes Geheimnis. Vielleicht ist es auch das letzte, weil das dritte ist nämlich verbuggt. Und das habe ich irgendwie schon mal nicht so wirklich ausgelöst. Und irgendwie ist das komisch. Wir gucken uns das einfach mal an. Vielleicht klappt es diesmal. Ich zeige euch auf jeden Fall, wo das Geheimnis ist. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht auslösen. Dann steht es auch nicht in der Endstatistik. Weil das irgendwie ein Fehler von dem Spiel ist. So. Hier haben wir noch ein paar schöne Gegenstände. Das Geheimnis kann man auf jeden Fall vollkommen auslösen, das ist gar kein Problem. Beim nächsten schauen wir dann einfach mal. So, Medipack. In doppelter Ausfertigung haben wir drei große gefunden für den finalen Endkampf mit Nadla. Na, dann werden wir das doch auch irgendwie überleben. Ich glaube, von hier können wir sogar mit einem Rückwärtssalto auf diese Schrägen springen. Um damit in den Flammen des Todes zu verenden. Ist das nicht schön? So, dann nochmal. Diesmal ein bisschen früher abspringen schon, dass wir hier auf der Plattform landen. Und da brauchen wir auch gar nicht diese Hangelstrecke. So, das wird jetzt auch wieder gemein. Aber hier können wir schnell durch und sterben dabei. War klar. Wir nehmen auf jeden Fall mal ein Medipack. Wir haben ja jetzt drei große gefunden. Da können wir auch mal ein kleines Opfern dafür. Da kommen wir nämlich besser durch die Fallen durch.
So. Und darüber. Und ich würde sagen, damit setzen wir uns dann in der nächsten Folge auseinander. Bis dann. Ciao.